Quicktip Nummer 9, auch der beschäftigt sich wieder mit der Ausbildung. Und da geht es um die Vorstufe der Ausbildung und das ist häufig das Praktikum. Und jetzt überleg dir das mal, wenn du eine Berufsentscheidung triffst, dann machst du ja normalerweise nicht nur ein Praktikum, sondern du machst ein paar mehr. Und du musst dich um jedes Praktikum einzeln kümmern. Und wenn du jetzt schon jemanden hast, der sich für das Handwerk interessiert, dann gründet doch einen Praktikumsverbund mit 3, 4, 5 anderen Unternehmen. Und wenn man sich bei einem von euch meldet und sagt, hey, ich würde ganz gerne ein Praktikum machen, dann hat man automatisch, wenn man das möchte, gleich noch 3 oder 4 andere Praktikumsplätze, die in irgendeiner Form vielleicht sogar zusammenpassen. Also ihr habt dann Schreiner, ihr habt Installateur, ihr habt Elektriker, Dachdecker, Maurer, was auch immer. Also vielleicht alles aus dem Baubereich. Ja? Oder wenn ihr es habt, dann habt ihr Metzger und Bäcker und Konditor oder sowas. Ja? Also dass es so ein bisschen miteinander aufbaut und dann kann man dementsprechend sehen, ja, was liegt mir denn jetzt wirklich hundertprozentig? Und das nutzt auch dir, ja, falls du jetzt den Gedankengang hast, hey, da helfe ich ja den anderen. Ja, natürlich kann das mal sein, dass sich dann jemand für ein anderes Unternehmen entscheidet, aber trotzdem bist du da im Spiel. Du bist trotzdem im Spiel und auch dieser junge Mensch hat vielleicht wieder andere Kontakte. Also arbeitet da wirklich zusammen und die schönste Möglichkeit, um viele Leute anzuziehen, ist eben wirklich einen Praktikumsverbund zu machen und damit ein paar Kollegen zusammenzuarbeiten und sich auch wirklich zu unterstützen und das auch mal in Kauf zu nehmen, wenn dann eben jemand anderes gewinnt. Hey, das ist doch gut für ihn, er hat einen neuen Auszubildenden und du hast auch trotzdem ein gutes Bild bei diesem jungen Menschen abgegeben und dann klappt es beim nächsten Mal oder es klappt bei seinem Bruder, seiner Schwester oder bei seinem Kumpel, wie auch immer. Also, arbeitet zusammen, Praktikumsverbund ist meine Idee, mein Quicktip Nummer 9.